Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Guten Morgen, mein Schatz. Wie geht's unserem Königreich? Alles bereit? Meester Ehemann. Meester? Bester? Bester? Och, Leute. Geht doch von meiner Treppe runter. Gesundheit. Muss den Zeitpunkt irgendwie kriegen, wo hier. Hallo? Machen wir ein Feuerchen. Haben wir es zumindest warm in der Hütte? Schlafen geht nicht, weil viel zu früh. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach so, unsere Schuhe, genau, wenn das früher kommt. Drei Leder, warum das? So, ich könnte heute mal wegen dem Marktstand gucken, ne? Wenn ich hier rauskomme. Den können wir auf jeden Fall bauen und wir müssen das Fleisch rauslegen. Wir sind am kurz, also wir haben nicht mehr viele Tage, bis der Winter durch ist. Wo finde ich? Vielleicht gucken wir mal, ob der Händler im Dorf ist. Dieser Händler ist derzeit nicht im Tal. Okay. Kommt wahrscheinlich erst mit der nächsten Jahreszeit oder so. Späthammer. Kurz vor 8. Müssen wir kurz warten. Bis um 8 fangen sie nämlich an zu arbeiten, die Leute. Vorher steht er leider vor meiner Tür rum. Jetzt geht's. Hallo? Jetzt geht's, danke. Waschen wir uns mal kurz. Dann machen wir vielleicht mal den Marktstand, ne? Dass wir die Sachen auch verkauft kriegen. Ohne dass wir da selber groß shoppen gehen müssen. Weil den würde ich dann wirklich da unten hinstellen. Da ist der, im Dorfeingang ist der, glaube ich, gar nicht so schlecht platziert. Unser Feld, was wir gemacht haben, müssen wir dann einsäen im Frühjahr. So, ich nehme mal Rundholz mit. Ich nehme mal an, dass wir das dafür brauchen. Nur eine Vermutung. Für die meisten Sachen brauchen wir ja Rundhölzer. 61,4. Habe ich irgendwas, was ich ablegen kann? Na, ich nehme mal das eine Rundholz. Nehmen wir das mit. Ach, eventuell muss ich den Baum da fällen. Nur einmal federn. Ja, dann machen wir den nämlich schön hier hin. Auf die Fläche. Dann können wir hier unsere ganzen Marktstände hinzimmern. Das ist eine Idee. Muss ich nur mal gucken, ob das der das auch so sieht. Gewinnung, Speicher, Häuser, Produktion. Wo finde ich den Marktstände? Marktstand, da ist er doch. 5 Rundholz. So, dann würden wir den ersten hier hin machen. Das heißt, der zweite muss dann hier hin. Da muss ich erst nochmal. Brauche ich nochmal eine Schaufel. So, was brauchen wir denn? Leinengewebe? 8 Stück. Holla! 8, 16, 32, 40 Leinengewebe und 4 Bretter. 40 Leinengewebe und 4 Bretter. Okay.
richtig? 14, nee, 36. 1, 2. Ist das ein Leinengewehr? Also es zählt das Dach als 1, dann wären es 16. 16 Leinengewebe und 4 Bretter. Okay. So, dann hole ich gerade mal die Schaufel. Oder ich fäll das hier mal. Vielleicht kann ich auch eine Schaufel herstellen. Dann will man hier noch ein zweites Gerüst hinbauen. Vielleicht kann ich auch gerade eine Schaufel. Ne, Schaufel kann ich nicht herstellen. Da brauche ich. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir hier oben noch hinmachen können. Aber der Baum kann auf jeden Fall auch weg. Definitiv. Da kommt irgendwas anderes hin. Da geblieben. So, da können wir eigentlich gerade mal verarbeiten. Wenn wir schon dabei sind. Upsala. Könnte ich auch noch einen Weg hoch machen, ne? Fällt mir gerade so ein. Bietet sich an. Kann ich hier auch einen Weg hoch? Straße entlang. Geht. Sehr gut. Hier bräuchten wir auch noch einen, ne? So, dann haben wir das auch als Weg. Den da will ich ja nochmal neu machen. Oder ich mache ihn breiter. Wenn das geht. Wäre auch noch eine Variante. So, Schaufel. Und dann können wir gleich noch ein paar Leinengewebe. 6 Hammer. Sehr gut. Die könnte ich eigentlich schon mal verarbeiten dann. Dann machen wir vielleicht noch 2 Leinengewebe oder 3. Wie viele Fäden brauche ich pro Leinengewebe? 10 können wir mal machen. Rundholz wollte ich noch mitnehmen. Weil dann kann ich unsere Palisade auch gleich noch weiter bauen. Das geht klar. Tü-tü-tü. Gucken wir mal, dass wir in die Näherei reinkommen. Sehr gut. 10 kann ich herstellen, sehr gut. Pro Faden ein Leinengewebe. Kriegen wir unseren ersten Marktstand vielleicht fertig. Wenn das zwei, also insgesamt nur 16 Leinengewebe sind, dann kriegen wir ihn fertig, ansonsten halt nicht. Aber das schauen wir mal, ne? Dann sehen wir dann gleich. So, jetzt hast du deine Hütte wieder für dich.
haben wir schon einiges an Feldern. Zwar viele kleine, aber Felder. So, dann gucken wir gerade mal. Und Glück reichen die 16. Einmal. Ach, das sind insgesamt nur 8. Sehr schön. Jetzt habe ich die Bretter vergessen. Ich habe die Bretter vergessen. Einfach, weil ich es kann. So, die Stöcke nehmen wir auch noch mit. Weil Stöcke sind auch ein bisschen Mangelware. Läuft. So, dann kann ich ja eigentlich schon mal den nächsten hinzimmern. Marktstand. Hier waren sie dabei, genau. Sehr schön. Das freut mich. So, 4 Bretter, also 8 Bretter brauchen wir insgesamt. Die kann hier weg. Die Stöcke sammle ich mal, weil die brauchen wir. Da muss ich nochmal die bisschen feinjustieren bei den Holzfällern. Irgendwie produzieren die gerade zu wenig oder die anderen verbrauchen zu viel, wie man es nimmt. Das wollte ich drücken. Deswegen sammeln wir hier gerade mal ein paar. Und ich muss gleich noch was trinken. Trinken. Feder. Wie viele Stöcke haben wir? 5. Oh, da müssen wir definitiv mehr herstellen. So, Bretter brauchen wir 8. Was hatte ich jetzt da noch in der... Wieso habe ich da eine Bierflasche? Die sollen darüber, so rum. Was habe ich denn da gemacht? Oh, und ich könnte Rundhölzer mitnehmen. 34 Kilo. 33 Kilo. So. Dann können wir nämlich auch noch an der Palisade weiterbauen. Schön. Dann haben wir unsere ersten Marktstände. Da muss ich mal gucken, wen ich da einstelle. Wer gut in Diplomatie war. So, Marktstand 1. Marktstand 2. Wunderbar. Das sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr? Müssen wir nochmal gucken, was wir da jetzt verkaufen. Und, eine 3 brauche ich. Stöcke sammeln. Da muss ich nochmal meine Holzfäller justieren. Doch, das ist schön. Das ist ein guter Platz für die Marktstände. Definitiv. Einen brauchen wir noch. Wir haben die Schaufel noch dabei. So, ich muss was trinken, sehe ich gerade. Plöpp. So. Dann gehen wir gerade was trinken. Doch, perfekt. Man kommt ins Dorf rein und kommt direkt
zu den Marktständen. Stöcke nehmen wir direkt mit. Weil wir schon hier sind, ne? Und die auch. So, trinken wir ein Schlückchen. Sammeln wir direkt noch ein paar. Ja, und dann müssen wir auch bald unsere Produktion in der Näherei wieder umstellen. Für das, wo sie keinen Leinenfaden braucht. Leinengewebe braucht man keins mehr herstellen lassen. Das könnte ich eigentlich direkt mal umstellen. Management. Näherei. Da fehlt es überall an Sachen. Näherei, das Leinengewebe brauchen wir nicht. Das darfst du stoppen, die brauchen wir dann. Da hast du noch Material für, okay, dann darfst du die noch herstellen. Dann machen wir... von den einfachen Taschen noch ein paar mehr. Oder von denen hier noch ein paar mehr. Feldstiefel wäre auch eine Variante, ne? Darfst du da noch wieder mehr von machen? So, woran mangelt es hier? Keine Ressourcen für Kohlsuppe, okay. Da hast du den letzten Kohl verbraucht. Dann darfst du noch mehr Eintöpfe machen. So, Speicher. Marktstand, fehlen Leute, das ist richtig. Tierhaltung, da war Jagdhütte, was fehlt denn? Wir haben keine Messer. Okay, das kriegen wir behoben. Ich muss noch was essen. Habe ich Essen dabei? Nö. Das ändern wir mal. Das Fleisch, da kann ich gleich noch eine ganze Menge mal rauslegen. Wir könnten Pilzsuppe essen, ne? Nehmen wir mal 3 an uns. Pilzsuppe. 64, da können wir noch eine. Hoppala. Noch eine Pilzsuppe. Und dann nehmen wir noch gleich 2. So, dann nehmen wir mal einiges von dem Fleisch raus. Weit laufen muss ich ja nicht. Ich muss das nur hier in die Ecke legen. Fleisch. So, dann kannst du da nämlich vergammeln. Dann kriegen wir wieder Dünger. Ich glaube, wir machen gleich noch eine Ladung. Wir haben so viel Fleisch in der Truhe. Das war zu viel. Das war zu viel. So. Wir haben über 8800 Fleisch. Also die Jäger sind fleißig. Das war zu viel. Geht's klar. Ups. Langsam. Sehr langsam, aber wir haben ja keinen weiten Weg.
So, noch eine Ladung. Das mal. Vorteil ist halt, wir kriegen viel Dünger davon. Das ist nicht verkehrt. So. Und noch einer. So, 330, das ist ganz guter Wert. So, da können wir dann im Frühjahr schön, achso, ich wollte diese Pilzsuppe noch essen. Wie viel kriegen wir da? 10? 10 Nahrung nur? Das ist wenig. Ich dachte, das wäre mehr. Okay. So, dann können wir mal die hölzernen Schalen hier rüber tun. Stöcke. Oh, und ich sehe gerade, hier sind schon wieder 3. Oh, da müssen wir mal die angefangenen Eimer. Müssen wir mal wieder voll machen. Hoppala. Und in die Taverne bringen. Nicht, dass sie kein Fladenbrot herstellen können. Das wäre ja fatal. Ach, und ich wollte, bevor ich es vergesse oder vollends vergesse, die Holzschuppen nochmal wieder mehr Stöcke herstellen lassen. Dass das so wenig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann geht ihr hier mal auf 10 und hier mal auf 5%. Brennholz machst du dann mal 30 und dann hier noch mehr Stöcke. Achso, das sind Bretter. Mehr Stöcke. Habe ich das jetzt bei dem auch bei Stöcken oder bei Brettern gemacht? Bei Brettern natürlich. So, und dann hier. Passt. Gehen wir hier vielleicht noch ein bisschen runter und machen hier nochmal mehr Stöcke. Weil da scheint man einen recht hohen Verbrauch zu haben. So, Eimer füllen. Können wir die in die Taverne bringen. Dass sie auf jeden Fall genug Wasser haben für Fladenbrot. So, trinken brauchen wir nicht. Stöcke nehmen wir noch mit. Weil das können wir ja auch noch nebenher sammeln. Ach, da haben wir noch Jagdskill. So, einmal. Zweimal. Jagen müssen wir noch bei Gelegenheit. Und wir müssen noch wieder Erz besorgen. So. Ein bisschen Eimer mit Wasser habt ihr noch, aber mehr geht natürlich immer. Sehr gut. Fleisch könnte ich euch direkt in die Truhe tun, wenn ich schon hier bin, ne? Passt. Griselda, Dalebora, hast du in letzter Zeit was Interessantes gehört? Nee, hat sie nicht. Griselda, hast du was Interessantes gehört? Schön wär's, es war in letzter Zeit wirklich langweilig. Okay.
So, dann bin ich am Überlegen. Ich müsste vielleicht noch mal ein Haus bauen, dass wir noch welche für den Marktstand holen können. Oder ich muss mal gucken, wen ich zum Marktstand umsiedeln kann. Wäre da gut in hoppala. Ach so, Messer brauchen wir noch. Stimmt, da war was. Messer haben wir keine mehr, ne? Alle verbraucht. Wow. Stein. Wir haben nur noch 9 Steine. Okay. Wo sind denn die alle hin? Vier Messer. Gehen wir mal auf 5. Haben wir denn noch Steinäxte? Haben wir auch nur noch 2. Ach so, die Dings verbrauchen so viel. Da müssen wir unsere Leute umstellen. Quatsch. Da wollte ich hin. Unsere Sammler. Nicht Sammler, unsere hier, die Grabungsleute, dass die mehr Stein produzieren und weniger Kalk. Weil ich brauche jetzt auch wieder Stein für Häuser, dann je nachdem. So, Steinmesser. Jetzt habe ich 2 ausgerüstet. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, Management. Unsere Grabungsschuppen, die können mehr Stein herstellen. Dann gehen wir hier mal auf 40. Oder hier auf 35. Und hier auf 45. Und bei dem gehen wir hier mal auf 20 und hier auf 50. So. Das läuft. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken, wer ist denn gut in Diplomatie? Unsere Alina, der Stanibor, aber der ist noch ein bisschen jung. Die Albreda als Jägerin. Der Schmied wäre auch nicht schlecht. Samboja, die ist Handwerkerin. Dann haben wir die Bertha, die ist Tierzüchterin, die ist aber besser in Diplomatie. Dann nehmen wir die da vielleicht raus. Aus dem Gänsehaus. Und, Tierzüchter. Ach so, Marktstand, genau. Sehr gut, das entspricht nämlich eher ihrem Dings. So, dann gucken wir mal gerade mal, wer ist hier gut in Landwirtschaft, die Holzfällerin. Dann nehmen wir die Ingwer als Tierzüchterin. Gänsehaus. So, dann müssen wir aber noch einen Holzfäller besorgen. Wer ist denn gut im Crafting? Der Walbert. Dann gucken wir, dass wir vielleicht noch einen Landwirt gewinnen. Holzschuppen, so. Dann schauen wir, dass wir noch einen anderen Landwirt gewinnen. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. So,
Dann haben wir zumindest mal einen Marktstand besetzt. Und den sollte ich vielleicht auch mal managen, ne? Was der da verkauft. Erstellten Namen ändern. Was ist das? Marktstand. Der Kleider. Wir arbeiten da. Kleiderladen. Nennen wir einfach mal so. Aber ich glaube, das geht so. Kleiderladen. Achso, dass man auch weiß, was die verkaufen, ne? Macht ja Sinn. Die Bertha. Warensorte ändern. Sehr gut. Kleidungsstücke. Was haben wir denn? Hosen, Hut. Pelzschuhe und sowas haben wir. Ach, hier sehen wir auch die Anzahl. Sehr gut. Feldstiefel darfst du verkaufen, Schuhe darfst du verkaufen, einfache Schuhe darfst du verkaufen, Pelzumhang darfst du durchaus verkaufen. Wovon haben wir noch was? Da haben wir noch kleine Taschen darfst du verkaufen. Ein Rucksack. Einfacher Rucksack. Wir haben ja selber einen einfachen Rucksack, hoffe ich. So, haben wir alles. Hosen mit Manschette. Darfst du auch mal einmal verkaufen. Weil da kriegen wir dann auch noch entsprechend Geld, hoffe ich. Dann erhöhen wir hier mal die Mengen. Weil da haben wir ja entsprechend viel von. Und da wird auch entsprechend viel von hergestellt. So. Dann müssten wir ja bald Geld kriegen, ne? Ja, und das heißt, wir brauchen noch ein neues Haus. Da brauchen wir natürlich wieder Rundholz für. Dass wir noch einen Markttyp kriegen. Holz. Rundholz. Und noch ein Hammer, glaube ich. Ja, Hammer brauchen wir auch noch einen. Da können wir auch mal welche von verkaufen. Angelspeer haben wir noch 4, Eimer haben wir 5, sehr gut. So, Hausbau. Die Frage, machen wir das direkt hier dran? Und lassen noch einen kleinen Platz dazwischen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Machen wir so ein Haus. Das Gelände ist zu uneben. Hier könnten wir wieder. Ja, nicht ganz deckungsgleich, aber eigentlich gar nicht deckungsgleich, aber mal egal. Achso, das müssen wir ändern, ne? Das machen wir ja als Stein. 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 Auch aus Stein. Ebenfalls aus Stein. Stein. Stein.
Überall Steinwand. Da haben wir den Dachboden. Da oben müssen wir noch Stein draus machen. Den können wir direkt schon mal bauen. Da müssen wir noch Stein draus machen. Und das wird natürlich hier Schindel. Logisch. Wenn schon, denn schon, ne? Aber da müssen wir jetzt natürlich erst noch mal ein bisschen warten. Weil wir keine Steine haben. Ja, derweil können wir vielleicht Kalkstein verarbeiten. Da haben wir ja genug von. Das ist noch eine Idee. Auch wenn der Winter nicht mehr lange geht. So. 40 Kilo Kalkstein können wir nehmen. Geht auch. Ich weiß, wir tragen zu viel. Hier oben habe ich auch schon ein Haus hinge... Ne, das ist die... Kann ich die auch aufrüsten? Ne, kann ich nicht. Oh, da haben wir was vergessen. Oder hatten wir das nur angefangen? Ne, das haben wir vergessen. Tatsächlich vergessen. Da unten hatten wir aber eins angefangen, ne? Jawohl. Dann machen wir das mal weiter. Ist ja auch noch so eine Aufgabe, die wir haben. Dass wir die Häuser fertig isolieren, ne? Ich weiß gar nicht, ob das auch Skillpunkte gibt in irgendeiner Form, wenn wir die Isolierung hier machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nicht, weil wir craften ja nichts. Wir werten nur auf. So, wir brauchen Kalkstein. Ein wenig Kalkstein. Haben wir da noch irgendwas? Stein und Stock, den können wir gerne noch raus tun. Kalkstein. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Nehmen wir ein wenig mehr mit. Ah, die Leute machen Feierabend. Okay. Bin mal gespannt, wie viel die gute Dame verkauft. 497 Geld haben wir. Oder finde ich das dann auch im Lager wieder wahrscheinlich, ne? Was sie so an Geld einnimmt. Entschuldigt, wenn ich hier gegen eure Wände klopfe. Sehr gut, wieder ein Haus isoliert. Können wir gleich ans nächste gehen. Die Schnäuf. K.O. Brauchen erstmal ein bisschen... Oh, da habe ich was vergessen. So, jetzt. Jetzt ist es fertig isoliert. Brauchen wir noch ein bisschen? Ja, wenn der Winter durch ist, müssen wir auch mal gucken, dass wir unsere Holzfäller weniger Brennholz machen lassen, weil dann brauchen wir deutlich weniger. Kalkstein. Dann brauchen wir deutlich, deutlich weniger. Der Tag ist dann jetzt auch bald um und die Folge dementsprechend dann natürlich auch. Passt aber, wir sind vom Zeitrahmen her ganz gut dabei. So, das machen wir direkt, sonst vergessen wir das. Und das wollen wir ja nicht, ne?
Ganz schön, wenn wir die Häuser so isoliert kriegen. Das passt. Ein bisschen Puste brauchen wir noch und dann haben wir es aber auch geschafft. Sehr schön. Bringen wir das noch gerade weg, was wir an Kalkstein über haben. Ich laufe immer hier an dem Ding vorbei, weil ich denke, die Häuserreihe oder die Ställe dahinter sind es. So. Großer Weidekorb. Die Sachen können wir dann auch bald verkaufen. Sobald wir den zweiten Marktstand besetzt haben. Das machen wir dann aber vielleicht am nächsten Tag. Hallo meine Lieben. Ich hoffe, ihr wärmt euch gut am Lagerfeuer. Ich sag mal gute Nacht. Und damit beenden wir auch die Folge für heute. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.